Hallo Ritter des Steins und willkommen zu einer weiteren und, tja, vermutlich ja nun auch einer der letzten Folgen, denn wir werden heute noch den Thronsaal bauen und das Dach. Und dann gibt es ja eigentlich nichts mehr an diesem kleinen Modell zu bauen, an diesem kleinen Modell mit etwas 110.000 Steinen. Aber ich würde sagen, ich baue einfach mal den Thronsaal, setze ihn auch am besten gleich drauf und dann schauen wir ihn uns an. Also bis gleich. So, und beginnen wir doch jetzt mit dem Thronsaal am Fundament, am Ufer, am Fels und gehen langsam nach oben und sehen jetzt hier eben dieses Thronsaalstockwerk. Eine große Fensterfront, damit auch schön alles Licht durchflutet ist. Und damit es auch schön Licht durchflutet von vorne ist, habe ich jetzt hier auch noch so ein Rundfenster eingebaut. Zwei flankierende Minitürmchen. Und auch von innen habe ich jetzt dann wieder diese hohen Fenster. Natürlich sieht man das jetzt hier schlecht. Mal gucken. Gehen wir doch nochmal hier einmal vorbei und schauen jetzt mal hier in diesen Innenhof hinein, in diesen Thronsaal. Man kann es gar nicht alles wirklich erfassen, denke ich mal, über dieses Video, über diese paar Bilder, wie groß das jetzt alles ist, wie viel das jetzt auch alles ist. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem ungefähr eine Vorstellung davon bekommen, wie das aussieht. Also gehen wir einfach nochmal hier auf diese Seite. Und wir wollen natürlich ja auch jetzt noch innen hineinschauen in diesen Thronsaal. Ich habe den relativ einfach gestaltet. Also graue Fliesen, weiße Akzente und natürlich ein roter Teppich, der hier durchgeht bis zum König. Ich sehe gerade, ich habe beim König, beim Stuhl auch noch was vergessen, beim Thron. Aber gut, das werde ich halt noch nachreichen. Also wir sehen hier in jedem Fall ein paar Wachen natürlich. Der König muss natürlich beschützt sein. Das heißt, wir haben zu beiden Seiten hier zwei Wachen. Wir haben auch noch etwas Unterhaltung in Form eines Musikers und eines Jongleurs. Wir haben hier auch noch so eine Art Hofmarschall, der vielleicht gerade die zwei Bittsteller hier ankündigt. Und wir haben natürlich dann auch unseren König. Neben ihm zwei Diener mit seinen Machtinsignien. Das heißt, mit seinem Apfel und mit seinem Zepter. Bin mal sehr gespannt, wie er das findet. Also ist doch sehr schlicht. Ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, was für einen Boden ich halt da reinmache, aber ich wollte es jetzt auch nicht zu aufwendig machen. Ich habe gedacht, so schlicht, so einfach. Ist vielleicht manchmal doch auch besser. Werde natürlich noch ein paar Bilder machen, die jetzt einblenden, aber könnt mir ja gerne wieder sagen, wie ihr diesen doch recht einfachen Thronsaal findet. Ansonsten kommt jetzt noch das Dach. Das wird im Prinzip genauso sein wie das Dach, also auch mit solchen Schindeln, auch von innen verkleidet. Das setze ich jetzt noch drauf und dann gibt es noch ein paar Schlusseindrücke. So, das Dach ist drauf. Das Dach ist fertig. Die Burg ist fertig. Also jetzt hier einfach nochmal ein paar Impressionen von diesem Dach, von der Burg. Will es jetzt auch nicht zu lange machen. Schauen wir uns das. Ich weiß gar nicht, das kriegt man gar nicht als Ganzes drauf. Ne? Ist alles viel zu groß. Also, ich würde sagen, kommentiert noch ein letztes Mal, wie ihr das findet, wie ihr den Thronsaal findet, wie ihr vielleicht auch das Dach findet. Die Bilder, die ihr jetzt hier noch sehen werdet, stammen von der Spielmesse in Stuttgart, von der Schwabenstein, wo ich meine Burg im November ausgestellt habe. Und hier steht sie natürlich frei. Hier haben wir Platz, drum herum zu gehen. Deswegen nehme ich euch zum Abschluss noch mit auf eine kleine Tour um die Burg drum herum. Nun, ich möchte aber auch noch ankündigen, wie geht's denn eigentlich weiter? Es wird nicht das Ende des Kanals sein, sondern ich habe ein neues Projekt am Start, eine neue Burg, eine größere Burg, eine authentische Burg, eine Rekonstruktion einer Burg. Also es wird hier noch jede Menge Ritter, Burgen, Mittelalter-Content auf meinem Kanal geben. Also bleibt mir gerne treu und ja, dann bleibt mir ja wie immer nur zu sagen, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal mit der Projektvorstellung der neuen Burg.